Bürgergruppe gibt es seit 2011. Wir haben uns zusammengefunden, als es darum ging, nach der Auflösung des Mitbürgervereins die Tradition der Ladehebung am 9. September am Leben zu erhalten. Bei uns kann jeder mitmachen, ob jung oder alt. Wir treffen uns regelmäßig, meist einmal im Monat. Natürlich ist unsere Arbeit ehrenamtlich. Man kann schon sagen, dass die Organisation und Durchführung der Ladehebung der wichtigste Teil unserer Arbeit ist. Das Datum 9.9. hat für die Bergleute in der Region noch eine besondere Bedeutung. Am gleichen Tag nahm 1951 der Thomas-Münzer-Schacht seine Produktion auf. Wir haben eine breite Gruppe an Senioren in Sangerhausen, die sich im Bereich des Bergmanns, unseres Wohngebietes, sehr, sehr stark engagieren, sich um soziale Kontakte kümmern, die Menschen zusammenbringen, Schulklassen an den Kumpelplatz führen, um die Tradition des Bergbaus rüberzubringen, die sich auch in anderen Gesprächen mit Bewohnern auseinandersetzen über bestimmte Abwicklungen am Tag in den Wohngebieten und wie man zukünftig auch zusammenarbeiten kann. Deshalb ist für mich als Vertreter der SWG sehr, sehr wichtig, dass wir diese Bürgergruppe haben. Ich bin sehr froh darüber, dass es sie gibt. Und muss natürlich auch ganz deutlich sagen, auch mit einer gewissen Dankbarkeit verbunden, dass es die Menschen gibt, die sich da engagieren, Frauen und Männer im Seniorenalter, die ihre Ruhezeit nicht nutzen dafür, dass sie nichts tun, sondern sehr aktiv sind und sehr, sehr viel beitragen für die Gestaltung des öffentlichen Lebens im Wohngebiet. Wir haben sehr enge Kontakte zum Geschichtsverein, der uns in der Arbeit intensiv unterstützt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Verein Mansfelder Bergarbeiter Sangerhausen e.V. ist hervorragend. Wir selber sind kein Verein im eigentlichen Sinn. Es macht schon Arbeit, so etwas wie die Ladehebung zu organisieren. Aber es macht auch riesen Spaß. Tradition muss leben. Die Leute sollten wieder mehr zueinander finden. Wir hoffen, dass uns noch mehr Sangerhäuser dabei helfen. Sie möchten unsere Arbeit unterstützen. Wir freuen uns darauf.